Wir starten aufgrund der zahlreichen Highlights im Spiel sofort hinein. Das Heimteam geht gleich nach 6 Minuten durch den Linksaußen Alexander Peter im Stadion in Nonthal in Führung. Doch der Tabellenvorletzte aus Hallein zeigt Moral und kämpft sich zurück. Zuerst kann Nikola Rajkovic mit einem tollen Schuss das Unentschieden in Minute 9 erzielen, ehe Patrick Sparber nach 11 Minuten sogar für die Führung sorgt. Danach bekommt der SAK das Spiel mehr und mehr unter Kontrolle. Doch die Hallainer verteidigen stark und geben alles, um die Führung zu halten. Und zudem hat das Heimteam große Probleme mit dem Abseits. Zu oft stehen die Offensiven wie Koppeleder falsch und verhindern so gute Chancen. Ein spannendes Spiel mit einer Überraschung zur Halbzeit. Baumeister Heißenberger aus Goldegg. Das zuverlässige Bauunternehmen für wirtschaftliche Lösungen. Und auch nach der Pause hält die Union lange dagegen. Doch dann wird der Druck irgendwann zu groß und der SAK kann den hochverdienten Ausgleich erzielen. Christoph Koppeleder kann nach 65 Minuten sein Team erlösen. Und die Nonthaler bekommen dann so richtig Lust auf mehr und überrennen die tapfer kämpfenden Hallainer dann am Ende des Spiels. Nach 77 Minuten ist es Mersudin Jukic, ehe Daniel Vukanovic in Minute 86 und erneut Christoph Koppeleder in Minute 87 das Spiel beenden. Schade für die Hallainer, die es dem Tabellenführer ganz lange sehr schwer gemacht haben. Doch nach 90 Minuten geht der SAK verdient mit diesen 3 Punkten aus dem Spiel. Ja, das ist richtig. Wir haben das Leben sehr, sehr schwer gemacht, die erste Halbzeit. Mit, ich glaube, einer Zweistellung anzuhören, Abseitsstellungen. Das hat mich maßlos geärgert, weil ich gewusst habe, dass das alles Torschancen in Wahrheit sind. Und ein Doppelschlag von Union Hallen, wo zwei sehr, sehr schöne Tore waren, zwei Fehler von unserer Mannschaft, aber muss man auch sagen, super ausgespielte Tore, waren wir auf einmal 2-1 hinten, nachdem wir in Führung waren und eigentlich alles uns in die Karten gespielt hat. Ja, ich glaube auch, dass wir über weite Strecken heute unsere Sache richtig gut gemacht haben. Die Jungs haben alles reingehauen, was drin war. Leider Gottes ist uns zweite Halbzeit dann am Schluss, muss man sagen, das Gas ausgegangen. SAK hat nur mal einen Zahn zugelegt und leider dann mit 5-2 für mich heute ein bisschen zu hoch die Niederlage.